Hi, gestern haben wir uns über die Komplexitätsklassen P, NP, NP vollständig und NP schwer unterhalten und heute wollen wir auf eine dieser Komplexitätsklassen nochmal näher eingehen, nämlich auf die Komplexitätsklasse NP vollständig. Wir hatten gestern gesagt, NP vollständig sind all jene Probleme, die auf der einen Seite in NP liegen, die aber besonders schwer sind, also die in NP schwer liegen und die eben aber trotzdem lösbar sind. Es geht also um jene Probleme, die sozusagen die Schnittmenge von NP und NP schwer darstellen. Das Besondere an dieser Klasse NP vollständig ist, dass sich alle anderen Probleme aus NP vollständig auf ein beliebiges NP vollständiges Problem zurückführen bzw. reduzieren lassen. Und es geht sogar noch weiter, dass sich nämlich alle Probleme, die überhaupt in NP liegen, auf ein beliebiges NP-vollständiges Problem zurückführen lassen. Mit anderen Worten, wenn es gelingt, ein einziges NP-vollständiges Problem effizient, das heißt in polynomialer Zeit zu lösen, werden automatisch nicht nur alle anderen NP-vollständigen Probleme ebenfalls in polynomialer Zeit lösbar sein, sondern tatsächlich alle Probleme, die in NP liegen. Und das macht eben die Probleme, die in NP-vollständig liegen, zu etwas ganz Besonderem. Jetzt ist die Frage, was sind das denn für Probleme, die also besonders schwer sind und die diese besondere Eigenschaft haben, dass sie sozusagen den Ursprung für alle NP-vollständigen bzw. für alle NP-Probleme darstellen. Und das, da denkt man jetzt ja zunächst, dass das besonders anspruchsvolle, besonders komplexe Probleme sein müssten. Aus mathematischer Sicht sind sie das natürlich auch, aber trotzdem gibt es da sehr anschauliche Beispiele. Und ein Beispiel für ein NP-vollständiges Problem haben wir am Mittwoch schon kennengelernt. Ich hatte nur noch nicht gesagt, dass es sich um ein NP-vollständiges Problem handelt. Wir haben nämlich im Architectures Daily Nummer 88, das verlinke ich euch nochmal in der Infocard, haben wir über das Traveling Salesperson Problem gesprochen und das ist ein typisches Problem, was eben NP-vollständig ist. Es gibt aber noch zahlreiche weitere Probleme, die ebenfalls NP-vollständig sind. Also es gibt aus allen möglichen Bereichen gibt es da Probleme und ein typischer, sehr bekannter Kandidat, der auch sehr anschaulich ist, ist das sogenannte Knapsack-Problem beziehungsweise auf Deutsch das sogenannte Rucksack-Problem. Die Ausgangsbasis ist, man hat einen Rucksack, dessen Volumen naturgemäß begrenzt ist und man hat eine Reihe von Gegenständen und die Frage ist nun, man soll also diesen Rucksack packen und das soll man auf eine bestimmte Art und Weise tun. Diese Gegenstände, die man nämlich einpacken kann, die unterscheiden sich zum einen in ihrer Größe, zum anderen auch in ihrem Wert. Und das Ziel ist nun, den Wert zu maximieren. Und das Problem ist eben, dass also große Gegenstände nicht unbedingt auch gleichzeitig die wertvollen Gegenstände sind. Das heißt, ich kann nicht einfach hingehen, kann die größten Gegenstände in meinen Rucksack packen. Es kann sein, dass ich einen großen beispielsweise eher liegen lassen sollte, weil zwei oder mehrere kleinere in der Menge, in ihrer Gesamtheit, viel wertvoller sind als der eine große. Und das heißt, die Frage ist, wie komme ich zu einer möglichst wertvollen Beute sozusagen? Und da merkt man schon, das ist so ein bisschen verwandt mit Traveling Salesperson, weil auch dort kann es sein, dass man eine kürzere Route durchaus auslassen muss, weil die dazu führt, dass man in Folge einen sehr, sehr großen Umweg fahren muss. Es kann also durchaus ratsam sein, zwei etwas längere Strecken zu fahren, die aber in der Summe kürzer sind als eine kürzere Strecke, die danach zu einem großen Umweg führt. So, um es nochmal zu sagen, es genügt ein einziges NP-vollständiges Problem in Polynomialzeit zu lösen. Dann lassen sich alle Probleme aus NP in polynomialer Zeit lösen. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass wenn das so sein sollte, weil sich ja dann die NP-Probleme in Polynomialzeit lösen lassen, dann würde gelten, dass die Komplexitätsklasse P und die Komplexitätsklasse NP identisch sind. Ob das tatsächlich der Fall ist oder ob das nicht der Fall ist, das ist bislang aber eine unbewiesene und auch eine ungelöste Vermutung. Angenommen, es gilt aber, dass P und NP gleich sind, dann gilt natürlich, dass nicht nur P und NP gleich sind, sondern gilt auch, dass P und NP vollständig gleich sind. NP schwer ist aber trotzdem noch teilweise außerhalb gelegen, weil ja NP schwer beispielsweise auch die unlösbaren Probleme enthält. Wenn P hingegen nicht gleich NP sein sollte, dann folgt daraus, dass NP vollständig auch nicht gleich NP ist. Das heißt, es gibt Probleme, die zwar in NP liegen, die aber weder in P liegen, weil P und NP sind ja dann unterschiedlich, noch sind sie NP vollständig. Das heißt, NP enthält quasi die mittelschweren Probleme und NPV, also NP vollständig, enthält die richtig schweren Probleme. Und jetzt wird es abgedreht. Es ist nämlich nicht nur nicht bewiesen, ob P und NP identisch sind oder nicht, sondern es ist noch nicht mal bewiesen, dass überhaupt beweisbar ist, ob P und NP gleich sind. Also das heißt, die Beweisbarkeit des Beweises steht ebenfalls noch aus. Und das ist also von daher ein sehr, sehr spannendes Gebiet und gerade die NP-vollständigen Probleme sind eben ein durchaus interessantes Beschäftigungsfeld
für Entwicklerinnen und Entwickler. Und man stößt immer wieder auf NP-vollständige Probleme auch im Alltag. Also gerade dieses Routenthema von Traveling Salesperson, das hat man im Bereich von Navigationssystemen, das hat man beispielsweise auch dann, das haben Radiosender, wenn sie eine Reihe von Musikstücken so zusammenfügen sollen, dass es eben auf eine bestimmte Laufzeit kommt und. Also da gibt es ganz viele praktische Anwendungsfälle, wo das eben eine Rolle spielt, was sich eben insofern lösen lässt, als es eben für eine überschaubare Anzahl von Städten, von Musikstücken oder Ähnlichem lösbar ist, aber eben nicht für eine große Anzahl. Damit möchte ich mich ins Wochenende verabschieden. Ich möchte mich bedanken, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denkt dann daran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr über neue Videos benachrichtigt werdet. Und in dem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund, habt ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns am Montag wieder. Macht's gut. Ciao.